Halli, ach so. Hallihallo. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16. Und ihr habt schon gehört, der Onkel, der wollte gleich direkt nochmal, der ist so voller Elan, der hat gedacht, komm, ja, ich mach gleich nochmal. Und ich habe mich voll erschreckt, ich denke, was schreit denn jetzt da rum? Ich war so gerade vertieft, so mein Auftritt, ihr wisst ja, atmen. Und dann geht's los und da kommt der Onkel, schreit, ich denke so, was ist jetzt? Und dann, hallo. Ja, ich hab's verpeilt. Ja. Genau, oh, herrlich. Ich hab wieder verplant den Anfang, naja, egal. Auf jeden Fall bist du links diesmal, ich bin rechts. Ihr seht ja schon den Gegner von Rusev. Ich bin der Rusev? Ja. Rusev, oh, der ist gut, das ist glaube ich wieder so ein Tier, oder? Sowas, sowas ähnliches. Das versucht zumindest eins zu sein, Moment. Ich glaube, ich habe mir in Erinnerung, dass das dass der Muckis hat. Das muss ich mal kurz gucken. Da ist er, ja, alles klar. Ja, 88 Punkte ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay, so jetzt. Und was ist mein Gegner? Was dein Gegner ist, ein Mensch. Ja. Ich würde sagen, ich zeige ihn dir jetzt und ich würde aber nicht lachen. Du weißt, was passiert, wenn du immer so lachst. Nee, der ist gut, der Kalisto. Mit dem hatten wir mal bei unserem Livestream gezockt und der war nicht ohne, weil der war ziemlich fix und da darf ich echt nicht lachen. Ich muss aufpassen. Gut, wenn ich Moves mache, kann ich dir schon Schaden zufügen. Aber du kannst halt auch ziemlich schnell mit Erholung und Konterfit sein. Da kannst du mich ganz schön zerlegen. Also muss ich mich ein bisschen anstrengen jetzt. Aber der muss weg, der Kalisto. Den darfst du nicht behalten. Der Rey Mysterio Junior 2. Ja, ich glaube, Kräfte messen wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Doch? Okay. Na gut. Oh, oh, oh. Ach, Mensch. Guten Tag. Ja. Ey. Ah, der Dicke drückt dich. Au, was ist denn hier los, ey? Da wird der Dicke aber sauer jetzt. Ups. Da hast du eine verpasst bekommen. Ach, zum Oh ja. Warum macht der bei mir immer nichts? Das verstehe ich mal nicht. Alter. Boah, das war ein geiles Konter, oder? Nichts gekonnt, du hast einfach nichts gemerkt, du Schwein. Das war richtig gut, ey. Hä? Okay. Wir haben Moves gemacht und trotzdem, okay. Ah. Oh, guck dir das an, du. Übelst, da fliegt der halbe Unterhose weg. Da. Ah, er hat schon wieder gesehen. Schön die Schulter brechen hier. Ah, da. Hä? Bei dir war der Punkt anders. Okay. Ja, da bleibt dann aufgefüllt. Nein! Ja, ich sag ja, man darf den Jungen nicht unterschätzen, den kleinen Racker hier. Der hüpft dir über alles drüber, was du nur hast. Aber den hier auch nicht. Er rennt ihn einen halben Kilometer hinterher und dann hörst du nur noch Klatsch. So, komm her, mein Freund. It's fly. Time to fly. It's the reversal. Das sah aber nicht aus wie ein Reversal. Oh, meiner ist total lebensmüde gerade. Der rennt einfach gegen die Pfosten. Aber der merkt das gar nicht. Oh mein Gott, was ist denn los? Er liegt und der ist noch erwischt davon. Nein! Oh, dieses Spiel ist so einmalig fließend. Ihr wisst ja, Leute, wenn ihr am Boden liegt und ich renne über ihn drüber, kann ich dir guten Schaden zufügen. Darf ich auch nochmal kontern heute oder ist das verboten? Ach jo, jetzt aber. Du fliegst ja förmlich weg. Nee. Und er rastet voll aus. Mit meinen ohne Schuhe komme ich in den Ring rein. Ach man. Oh, jetzt hast du Schmerzen auf jeden Fall. Aber ich habe überhaupt noch gar keine Konter verloren, komischerweise. Bin jetzt gerade ein bisschen. Frag mich gerade warum.
Aber okay. Weil ich alles verkackt habe. Wahrscheinlich, oder weil ich so fett bin und du die meisten Aktionen gar nicht ausführen kannst. Ah, oh Mann, er ist total müde. Mann, ihr seid Profi-Wrestler. Ich will, dass ihr ein bisschen mehr aushaltet. Boah. Jetzt mache ich einen Big Slash. Guck mal, der kann doch nicht mal aufs oberste Seil. Das wird durch. Das würde umfallen. Wow. Bam. Oh, oh, oh. Extra slow. Er hat gesagt extra slow. Boah. Nein, das ist ein Aufgabegriff, oder? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein! Aufgabe. Ja! Ja! Er ist tot! Ja, da ist die Kraft natürlich entscheidend. Ne? Oh, das war jetzt aber mal Kalisto-mäßig wie ein Eis weggeschlabbert, ne? Scheiße. Ja, das ist klar, ah, ne, Typen. Das ist aber schön, der Rusev gefällt mir. Gut, dass ich den behalten habe. Ja, Kalisto. Okay, das war das letzte Match jetzt vor der nächsten Runde. Ui. Ich bin schon durch die Runde 3 durch und Runde ich zwei, habe die oder? Meisten. Nein, ja, nein. Ja, nein, 1, 2. Nein, dritte Runde, also oder jetzt schon, Mensch. Ach so, okay. Und ich habe... Wenn du das sagst, dann sag ich Hallihallöch. Ja, ich meine, das ist die zweite Runde. Die zweite Runde war das, genau. Ja, sag jetzt, ich doch, Mann. Und ich dachte schon nicht... Dann halt mal die Fresse! Und jetzt ist es soweit, ich darf einen Wrestler mitnehmen, wieder vor, mit rausnehmen, in die nächste Runde. Weil wir sind jetzt in der Runde angekommen. Ja... Aber ich werde das nicht. Werde ich das hier tun? Doch, ich werde das hier am Ende des Matches tun. Das heißt, ich muss jetzt einen Wrestler auswählen, den ich mitnehme. Das heißt, von den Leuten, die ich verloren habe schon, weil ich habe die meisten, ich habe 44 Leute verloren. Wir waren nur 35. Und dadurch ich mehr Leute habe verloren habe wie der Revano und dass es dann eben mit den ganzen Wrestlern zum Schluss auch aufgeht, gibt es dann eben verschiedene Runden, wo man dann sich einen Bonus sozusagen holen kann, eine kleine Hilfe sich holen kann und darf sich dann einen verlorenen Wrestler wieder mitnehmen. Aber der wird dann aus der Liste sozusagen ausgetragen und das nächste Mal, falls ich jetzt noch mal mehr verlieren sollte in der nächsten Runde, dann was wollte ich jetzt sagen? Und dann ist der halt weg. Also wenn ich jetzt den zum Beispiel, nicht mehr mitnehmen. Genau, wenn ich jetzt The Rock wähle, dann ist The Rock dann, wenn er jetzt rausfliegen soll, raus zum Beispiel. Ja? Okay, wen nimmst du? Ich werde nehmen und ich muss dann noch eine Stelle auswählen, wo ich den hinsetze. Ja? Den kann ich dann einfach an Platz 1 hauen. Und zwar werde ich, wen nehme ich mit? Ich habe so viele gute verloren, muss ich sagen. Also die Liste bleibt auch bis zur nächsten Runde. Darf ich mir auch einen aussuchen? Die Liste bleibt auch bis zur nächsten Runde stehen. Falls ich jetzt mehr gewinne, kannst du von der ersten Runde, also kannst du trotzdem noch deinen Undertaker zum Beispiel wiederholen. Ne? Also ja, auf den warte ich ja. Aber jetzt wird halt neu gezählt nach der nächsten Runde. Also es geht jetzt nicht an der Stelle weiter, sondern wird wieder neu gezählt. Ich nehme mit. Oh Mann, ey, ich hab wirklich super Dinger verloren. Ich hab einen Rock verloren, ich hab Stone Cold verloren, Diamond Dallas Page verloren, Aber ich werde Randy Orton mitnehmen. Okay. Ich werde Randy Orton mitnehmen und diesen setze ich auf, wie viel sind es? 26 Plätze. Ich werde ihn auf Platz. Ja, ich gucke jetzt nicht auf die andere Liste, also ich hoffe, dass es mir glaubt, dass es fair abgeht. Ich setze ihn auf die 12. Okay. Gut, dann beende ich den Part, oder? Randy Orton. Randy ist so, geordnet. Falls ihr nämlich mitschreibt, ich setze ihn auf die 12 in der nächsten Liste. Also, so sieht's aus. Und da würde ich jetzt sagen, Randy Orton ist wieder mit dem Spiel, meine lieben Freunde, in der nächsten Runde. Im sechsten Match wird er auftauchen. Und ja, ich freue mich drauf, den wieder zu haben. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Also jetzt klaut er mir den Anfang und jetzt klaut er mir noch das Ende. Kackenreise, ich glaube nicht. Ach Gott, oh Gott. Das gibt's doch gar nicht, ey. Sag mal. Oh, herrlich. Ja, Wahnsinn. Warte ab. Er ist ja nächstes Mal auch wieder dran.
Ja, liebe Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, es geht in die dritte Runde. Bis dann, eure Wano, euer Onkel. Ciao. Tschüss.